In der letzten Bibelstunde haben wir über König Saul nachgedacht, gelesen und auf der anderen Seite auch über David. Und beide haben sich ja da nicht irgendwie mit Ruhm bekleckert. Sie handelten beide falsch. Deshalb auch das Thema heute Abend, die Folgen falscher Entscheidungen. Jede Entscheidung in unserem Leben hat Konsequenzen. Oder man könnte auch sagen, jede Sünde in unserem Leben hat Folgen. Gott ist ja hochgradig konsequent. Das heißt, was er sagt, das meint er auch so. Er lässt nicht fünf gerade sein. Also wenn er sagt, ich möchte das und das, dass du das beherzigst, dann ist das für uns auch verbindlich. Auch unsere Entscheidungen haben Folgen. Folgen falscher Entscheidungen, wie damals bei David und bei König Saul. Alle unsere Entscheidungen haben irgendwo Folgen. Die positiven Entscheidungen in unserem Leben, die wir richtig getroffen haben, aber natürlich auch die Entscheidungen, die wir nicht richtig getroffen haben, die negativen. Und deshalb, das fasziniert mich so an der Bibel, deshalb führt die Bibel auch schonungslos die Personen, die Persönlichkeiten des Alten Testamentes uns vor, nicht um sie schlecht zu machen, sondern um uns zu zeigen, wie es nicht sein sollte, damit wir von deren Fehler auch wieder lernen können oder von ihren Sünden lernen können, dass wir nicht den gleichen Fehler begehen, wie sie begangen haben. Ich meine, das wäre doch intelligent. Man könnte doch wirklich sagen, wir sind intelligent, wenn wir aus den Fehlern der anderen Generation, die uns vorangegangen sind, lernen. Wenn wir nicht die gleichen Fehler machen wie sie. Merke, mit dem Kopf durch die Wand hat noch nie ein Erfolg gehabt, weil man holt sich da nur eine Beule, aber mehr nicht. Wenn wir das lernen würden, wenn wir also so leben würden, dass wir aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen würden, daraus lernen würden, dann sähe, glaube ich, die Welt anders aus, als sie heute aussieht. Aber trotzdem wollen wir lernen. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, das wir heute aufschlagen, sondern es ist auch Gottes Wort. Und Gott möchte, dass wir konkret aus dieser Situation damals unsere Schlüsse für uns heute ziehen. Das ist ihm ganz wichtig. In der Bibel heißt es ja, Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann fügt er hinzu, der Galaterschreiber, was der Mensch sät, das wird er ernten. Mit anderen Worten, Folgen falscher Entscheidungen oder Folgen richtiger Entscheidungen. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Leider muss ich diese Bibelstunde heute etwas negativ überschreiben, eben Folgen falscher Entscheidungen, weil das auch falsche Handlungen waren, die die beiden letztes Mal an den Tag gelegt haben. Man könnte auch sagen, auf jeden Fall bei Saul, das waren grobe Sünden, die er getan hat. Oder grobe Sünde, zu einer Totenbeschwörung zu gehen. Aber zunächst einmal geht es heute darum, in Kapitel 29, wir wollen ja heute 29 bis 31 einmal kurz streifen. Und heute geht es zuerst einmal in Kapitel 29 um den David, also den zukünftigen König Israels. David handelte auch eigenmächtig. Auf einmal, was auch immer ihn gerade gestochen hatte, auf einmal geht er zu den Philistern. Vielleicht, weil er dachte, er könnte so endlich mal seinem Verfolger entkommen, König Saul. Mag sein. Aber er verhält sich so ein bisschen wie ein Autokrat, wie heute ein Autokrat oder ein Diktator. Also man hat das Gefühl, sonst bei David wird immer gesagt, er befragte den Herrn, er fragte danach, was Gott wohlgefällig ist. Er war so Gott hingegeben und auf einmal sagte er einfach, ich mache es. Und ging zu den Feinden von Israel. Als ob er einen Schalter im Kopf umgelegt hatte. Er befragte nicht mehr Gott, seinen Herrn, und er stimmte sich wohl auch nicht mit seinen Soldaten ab. Denn das lesen wir dann nachher in 1. Samuel 30, Vers 6. Die wollten ihn steinigen. Mit anderen Worten, die haben gesagt, das reicht uns. Wer hat uns diese ganze Suppe eingebrockt? Der soll sie auch auslöffeln. Und das war, naja, klar, David. Ich weiß nicht, warum er so handelte, wie er gehandelt hat. Vielleicht hat er auch Angst bekommen. Klar, die ganze Zeit, jahrelang auf der Flucht. Aber warum eigentlich? Er hatte doch von Jonathan, von eigentlich dem
Thronnachfolger, König Sauls, und von Saul selber hatte er doch von beiden gehört, dass er später der König von Israel sein würde. Er hat es doch quasi schwarz auf weiß gehabt. Und warum auf einmal jetzt zu den Feinden Israels überlaufen? Das erinnert mich so ein bisschen das Verhalten an Elia auf dem Berg Karmel, wo er gegen die Götzenpriester antritt. Und zuerst einmal betet er um Feuer und es fällt Feuer vom Himmel. Deshalb wird Elia auch der Prophet des Feuers genannt. Und dann betet er darum, dass es regnet, weil es schon jahrelang nicht geregnet hatte. Und es strömt, es gießt, so wie heute vielleicht oder gerade vor kurzem in Israel. Da gingen ja auch alle sämtliche Flüsse über, oder, ja, Flüsse über die Ufer. Und Elia hat so einen mächtigen Sieg errungen. Und dann plötzlich flieht er vor einer Frau. Na gut, es war nicht irgendeine Frau, das war schon die Königin Isabel. Aber ich meine, wer war das schon im Verhältnis zu dem, der hinter ihm stand, der Feuer vom Himmel hat fallen lassen und der Regen hat geschenkt auf sein Gebet hin? Wer war schon Isabel? Und trotzdem bekommt er Panik und läuft weg. Er, der Prophet des Feuers. Gott hatte sich so allmächtig gezeigt, vollmächtig war er sein Diener. Und er besaß auch große Autorität. Wenn man zum Beispiel sieht, wie er dem König gegenübertritt, König Ahab, er spricht mit ihm, als sei es ein Schuljunge. Man könnte meinen, oh, stapel mal ein bisschen tiefer. Ja? Also er kanzelt den quasi ab, den König Ahab vor sich. Und plötzlich liegt er am Boden und will sterben. Man versteht die Welt nicht mehr. Deshalb ein Merksatz, den ihr schon seht: Geistliche Siege schützen uns nicht vor darauffolgenden Niederlagen. Das habe ich in meinem Dienst auch sehr, sehr häufig mir sagen müssen. Wenn du meinst, es läuft alles super, wenn du meinst, du hast gerade einen Sieg errungen, dann ist die Gefahr, dass du im Nachhinein gleich kurz danach eine totale Niederlage erfährst, sehr, sehr groß. Das war bei Elia so, das war auch jetzt bei dem zukünftigen König David so. Sicher hat das psychologische Gründe, wenn man zum Beispiel so einknickt wie damals Elia oder David. Einerseits war es vielleicht die Überschätzung, dass einem alles ein bisschen zu Kopf gestiegen ist und dass man bei Elia vielleicht denkt, man kann alles mit Gott tun. Vielleicht war es aber auch Übermüdung bei Elia und auch bei David. Wir wissen es nicht. Aber sie haben nicht nach Gott gefragt. So sehen wir in dem Text letztes Mal. Und sie begingen also gravierende Sünden oder Handlungen, die Gott nicht haben wollte. Und damit standen gravierende Folgen im Raum. Und das sollte David später dann, wenn er König wurde, das sollte David in seiner Regierungszeit noch viele, viele Male erleben. Er erlebte die Folgen von Ehebruch, von Mord, von falscher Erziehung seiner Kinder, denn David war alles andere als ein guter Vater, würde ich sagen. Gott sagt, zähle nicht deine Krieger, und er tut das. Und er trug die Folgen davon, ganz gravierende Folgen. Er führte unnötige Kriege und musste die Folgen dann tragen. Nein, David war alles andere als perfekt. David war alles andere als perfekt. Und auch kein Vorbild damit für uns, könnte man meinen. Aber doch, David hatte etwas, was wir nicht alle haben oder was wir ganz selten nur an uns heranlassen. David findet immer wieder Gnade zur Buße. Er tut immer Buße, er kniet sich nieder vor Gott. Und das werden wir heute auch sehen. Und das ist sein Geheimnis, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war nicht fehlerlos, alles andere als das. Er hatte so viel Dreck am Stecken, aber er hat immer wieder erkannt, wann er zu Gott kommen musste und Buße tun musste. Die erste Folge, wir haben ja gesagt, Folgen falscher Entscheidungen. Die erste Folge, ein drohender Bruderkrieg. 1. Samuel Kapitel 29, lese ich uns jetzt mal ganz durch. Die Philister aber versammelten ihr ganzes Heer bei Afek und Israel lagerte sich bei der Quelle bei Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften. David aber und seine Männer zogen hinterher mit Achish. Da sprachen die Obersten der Philister:
was sollen diese Hebräer? Achish sprach zu ihnen, das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun bei mir gewesen ist, ein Jahr und Tag. Ich habe nichts an ihm gefunden, seit der Zeit, da er abgefallen ist, bis heute. Aber die Obersten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm, schick den Mann zurück, er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher werde im Kampf. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen unserer Männer? Ist das nicht derselbe David, von dem sie damals sangen im Reigen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000? Da rief Achish David und sprach zu ihm, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für redlich und dass du mit mir aus- und einzögest im Heer, gefiele mir gut. Denn ich habe nichts Arges an dir gespürt seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis heute. Aber du gefällst den Fürsten nicht. So kehre nun um und zieh hin mit Frieden, damit du nicht tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. David aber sprach zu Achish, was habe ich getan und was hast du gespürt an deinem Knecht seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, dass ich nicht mitziehen darf und kämpfen gegen die Feinde meines Herrn des Königs? Achish antwortete David, ich weiß es wohl, denn du bist mir lieb wie ein Engel Gottes. Aber die Obersten der Philister haben gesagt, lass ihn nicht mit uns hinziehen in den Kampf. So mach dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch früh am Morgen auf und zieht weg, sobald es Tag ist. Da machten sich David und seine Männer früh am Morgen auf, um wegzuziehen ins Philisterland, zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel, wo sie dann später den Kampf mit König Saul führten und wo dann Saul und seine drei Söhne dann auch starben. Merken wir hier, die erste Katastrophe bügelt Gott für David aus. Er bügelt die schlimmste Folge, die passieren hätte können, denn er hätte jetzt eigentlich gegen seine Verwandten kämpfen müssen. Er hätte auf der einen Seite gestanden, auf der anderen Seite wäre vielleicht Jonathan, sein Bruder sozusagen, mit dem er einen Bund geschlossen hat, hätte er vielleicht gestanden. Die größte Katastrophe, die man sich nur vorstellen kann, wenn David gegen das Volk Israel, das Heer Israels hätte kämpfen müssen. Aber Gott sieht das kommen und Gott bügelt diese erste schlimme Folge aus. Die Folge einer falschen Entscheidung, die David selbst getroffen hat. Oh, könnte man sagen, das war knapp. Nochmal gut gegangen. Gott lässt diesen Bruderkrieg nicht zu und David kann gerade noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, wo er sich selbst allerdings hineinmanövriert hatte. Vielleicht sieht er jetzt erst, was seine eigenmächtige Handlung für seine eigenmächtige Entscheidung, wo sie hingeführt hätte. Vielleicht hat er es jetzt erkannt. Er widerspricht zwar noch dem König Achish und will scheinbar mitgehen, aber ich glaube, das war halbherzig. Ich glaube, das wollte er gar nicht mehr. Der war glücklich, dass er da rauskam, dass er diese Steilvorlage bekam und jetzt einfach zurück wieder gehen konnte in seine Stadt. Die Philister hatten 5 oder 6 Fürsten, so nimmt man an. Und diese Fürsten waren auch gleichzeitig die Oberbefehlshaber über ihren Fürstenstamm sozusagen. Und sie waren sozusagen die Generäle von Achish, also Befehlshaber der Armee. Und Davids wilde Truppe, so kann man es ja auch nur sagen, das waren ja zusammengelaufene Leute, die irgendwo Probleme hatten mit dem König Saul, mit der regulären Armee. Also Davids wilde, aber sehr effektive Truppe, die war hinten als Nachhut, also bei dem König Achish. Sie waren sozusagen seine Leibwache. Jetzt kann man verstehen, wie es den Philistern, also den Fürsten der Philister ging. Vorne dann später das Heer Israels und hinten David.
Und in Kapitel 14, Vers 21, im gleichen Buch, haben wir schon mal gelesen, dass einige Hebräer, die übergelaufen waren zu den Philistern, bei ihnen mitgekämpft haben. Und als sich das Blatt dann wendete, als dann auf einmal Israel zu gewinnen begann unter König Saul, da sind sie übergelaufen und dann hatten sie die in der Zange, die Philister, und haben damals auch ihnen schwer zugesetzt. Ihr Einwand also, dass sie nicht jemand im Rücken haben wollten, das war mehr als verständlich. Das wäre ein strategischer Super-GAU, wenn sie dann auf einmal dazwischen säßen, wie ein Kaninchen in der Falle. Das wäre ja auch ein guter Anlass gewesen für David, sich mit seinem ihm nicht wohlgesonnenen König zu versöhnen. Wenn, so sagen es ja die Philister auch, wenn er die Köpfe der Männer ihm bringen würde, also wenn er dafür sorgen würde, dass sie im Kampf gegen die Philister gewinnen würden. Achish versucht Davids Loyalität zu beweisen, seinen Fürsten. Aber das gelingt nicht, kein Erfolg. Sie werden sogar böse, sie sagen zu ihm, schick ihn zurück, der hat hier nichts zu suchen. Verständlicherweise, wie ich eben schon ausführte. Er soll zurück in seine Stadt, die du ihm zugewiesen hast. David tut noch so ein bisschen, als ob er sich beleidigt fühlt. Ich meine, wäre auch komisch, wenn das nicht wäre, weil ansonsten hätte er jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen was geschnuppert, der Achish. Er tut noch so, als ob er beleidigt ist, aber eigentlich ist er wahrscheinlich nur glücklich, dass es nicht so gekommen ist, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hatte, wie er gedacht hatte. Entweder, habe ich mir so gesagt, entweder David hat ziemlich hoch gepokert und hier richtig Glück gehabt, dass er nicht mit den Philistern ziehen musste. Entweder er hat Glück gehabt, oder aber, und das glaube ich, dass es eher, Gott hat davor bewahrt, dass David einen ganz gravierenden Fehler gemacht hätte, den er wahrscheinlich nie mehr ausgebügelt hätte. Ich weiß nicht, ob er König von Israel geworden wäre, wenn er sowas getan hätte. Ich glaube, dass David ein guter Schauspieler war. Ja, das war er. Der konnte sich gut anstellen. Wissen wir auch das andere Mal, als er sich wahnsinnig stellt und so weiter. Der konnte gut eine Show abziehen. Das konnte er. Achish hatte ja vollstes Vertrauen zu ihm. Er sagt sogar, du bist wie ein Engel Gottes zu mir. Also, ich meine, stellt sich natürlich auch die Frage, was er für eine Menschenkenntnis hatte, der Achish. Also ganz weit her war es vielleicht auch nicht. Aber David hatte ihn um Finger gewickelt. Aber nicht Davids riskantes Manöver, sondern Gottes Gnade bewahrte ihn vor den schlimmen Folgen, dass es einen Bruderkrieg gegeben hätte. Und jetzt komme ich zu uns, zu unserer Situation. In unserem Leben, hast du das schon mal erlebt, wo du im Nachhinein gedacht hast, gut, dass das nicht so gelaufen ist, wie ich es geplant habe oder wie ich das in die Wege geleitet hatte oder wie ich es mir gedacht habe. Gut, dass das ganz anders gekommen ist. Hast du da diese Situation schon mal erlebt? Ich glaube schon. Ich habe es vor allen Dingen schon einige Male erlebt. Und es ist komischerweise, es ist interessanterweise auch oft dann der Fall, wenn ich vorher nicht danach gefragt habe, ob es Gott passt oder nicht. Und dann war ich im Nachhinein glücklich, dass es anders gekommen ist, als ich mir das gedacht habe. Oft denken wir auch, dass etwas total schief gelaufen ist. Wir denken, wir haben irgendwo total versagt, oder? Es gibt so Situationen, auch im Geistlichen, in der Gemeindearbeit, wo wir denken, oh, das ist also nicht so toll gewesen. Keine gute Gemeindestunde oder keine gute Veranstaltung oder so. Aber wer will das eigentlich sagen, ob das gut oder schlecht war? Es kann ja sein, dass Gott dann gerade durch deine Niederlage sprechen will zu den Menschen. Denn oft sind unsere größten Niederlagen die größten Siege, die wir erringen können in der Arbeit Gottes. Aber merken wir, Gottes Eingreifen ist nicht zwingend. Also er hätte nicht eingreifen müssen. Ich glaube, weil David so bußfertig war, hat er gedacht, ich mache das jetzt. Ich lasse meinen Knecht David da nicht reinrasseln. Und ich glaube, das Eingreifen
hat Gott einfach wohlwollend gemacht. Aber Gottes Eingreifen ist nicht zwingend. Wenn wir uns in eine Katastrophe hineinbuxieren, dann müssen wir schon auch die Folgen unserer falschen Entscheidungen oft tragen. Die zweite Folge, totaler Verlust. Sie kommen zurück nach Ziklag, nach 3 Tagen unterwegs, und sie sehen auf einmal, Ziklag ist total abgefackelt, ist total abgebrannt. Alles ist weg, sie hatten alles verloren. Es war nämlich ein guter Zeitpunkt für Amalek, weil Ziklag lag ganz unbewacht da, und er überfiel dann einfach diese unbefestigte Stadt. Davids Tiefpunkt. Also viel tiefer kann man nicht fallen. Er hatte alles verloren. Frauen, Kinder, Hof, Tiere, alles geht verloren. Die Häuser gehen in Flammen auf. 1. Samuel 3, Verse 1 bis 6. Als nun David mit seinen Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen im Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. Ahinoam und die Jezreeliterin und Abigail, Nabals des Karmeliters Frau, also der gestorben war. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Eine totale Pleite, eine totale Niederlage, die David hier erlebt. Der absolute Tiefpunkt, tiefer geht es nicht. Zuerst weinten sie noch, bis sie nicht mehr konnten. Alles war verloren. Familien, Hof, Tiere. Und wer hatte dieses Unglück zu verantworten? Ich meine, wer hatte diese Entscheidung getroffen? Diese blöde Entscheidung, wer hatte sie getroffen, zu den Philistern überzulaufen, zu den Feinden? Das war doch David, oder? Der den Beschluss gefasst hatte, der sollte jetzt auch dafür bestraft werden. Und sie hoben Steine auf, um ihn zu steinigen. David hatte ja im Südland auch gewildert. Also er hat ja, als er bei Achish war, hat er ja seine Streifzüge gemacht. Und er war auch nicht gar nicht so unbrutal. Also der hat schon ganze Sache da gemacht. Und das hatten sich die Amalekiter wohl gemerkt. Amalek war übrigens das erste Volk, das sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten viele Jahrhunderte früher in den Weg gestellt hatte und sie nicht durchgehen ließen durch ihr Land. Sie hatten den Weg versperrt und Israel musste dann den Umweg gehen am Schilfmeer lang, und dann hatten sie vor sich das Schilfmeer und hinter sich die ägyptische Armee. Jetzt war David in einer ganz ähnlichen Situation. David geriet in echte Schwierigkeiten. Seine Trauer um seine Frauen auf der einen Seite und seine Armee, die gegen ihn jetzt stand, auf der anderen Seite. Es ist eine Strafe Gottes, oder? Wir würden ganz schnell den Stab brechen und sagen, ja, das hat er ja verdient. Ich meine, warum macht er denn auch sowas? Es war wohl eine Strafe Gottes, ja, aber vielleicht war es auch eine Bewährungsprobe, oder? Ich meine, Gott wollte vielleicht sehen, was der zukünftige König von Israel dann so drauf hat und wie verbunden er mit Gott, mit seinem Herrn war. Ich glaube mehr, dass es eine Bewährungsprobe für den künftigen König war. Wohin sollte er jetzt gehen aus dieser Sackgasse? Wie damals das Volk Israel? Wohin entkommen? Ich habe nicht viele Zeiten erlebt, die jetzt vielleicht jetzt gerade hier mit der Situation zusammenpassen. Aber ich habe schon auch solche Zeiten erlebt, und ich weiß, dass wenn man in so einer Enge getrieben wird, dann ist es so, als ob jemand einem die Kehle zudrückt. Man ringt nach Luft, nach Atem, und man kann nicht atmen. Man hat das Gefühl, man kann nicht mehr. So ähnlich hat er sich wohl gefühlt.
Wohin sollen wir in solchen Situationen gehen? Zu Gott? Der bestraft uns doch. Sollten wir zu ihm gehen? Da hilft dann nur noch die Redewendung, die wir alle kennen, da hilft nur noch beten. Ja, aber beten hilft wirklich. Warum erst dann, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, oder David, das Wasser bis zum Hals stand, warum erst dann, wenn scheinbar alles verloren ist, warum nicht schon früher? Von David wissen wir doch, dass er Gott früher immer wieder befragt hat, so heißt es in der Bibel. Er wollte wissen, was Gott zu seinen Vorhaben dachte. Wenn er das getan hätte, wenn er das hier getan hätte, wäre ihm vieles erspart geblieben, oder nicht? Ich glaube schon. Aber David tut das einzig Richtige. David tut, und das ist der zweite Punkt, Buße. David tut Buße, das ist das einzig Richtige. Wie ein Kind, das vorher gestraft wurde von seinem Vater oder von seiner Mutter, zurückkommt wieder zu den Eltern, weil es doch weiß, da bin ich geschützt, da bin ich geborgen. Sie meinen es ja nur gut mit mir. Ihr kennt solche Situationen, dass ein Kind, das gerade gestraft ist, sofort wieder zu der Mutter kommt und sich an sie klammert. Dann denkt man auch nur, komisch, ne? Eigentlich müsste das Kind doch weglaufen. Eigentlich hätte doch David weglaufen müssen vor Gott. Aber da heißt es in 1. Samuel 30, 6b und bis 10, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er sprach zu dem Priester Abiata, dem Sohn Achimelechs, bringe mir den Ephod her. Und als Abiata den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, na endlich! Ich meine, jetzt hat er es kapiert. Da befragt er den Herrn endlich mal und sprach, soll ich diese Scharen nachjagen? Und werde ich sie einholen? Also diejenigen, die alles weggenommen hatten und ihre Gefangenen gemacht hatten. Er sprach, Gott also, sprach, jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und 400 Mann jagten der Schar nach. Die 200 Mann aber, die zurückgeblieben waren, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Hier heißt es zuerst einmal, David stärkte sich in dem Herrn. Ich meine, wie geht das? Wie müssen wir uns das vorstellen? David stärkte sich in dem Herrn. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du eine schlimme Diagnose vielleicht bekommen hast? Oder eine plötzliche Krankheit, die wirklich wie bei mir über Nacht kommt? Geschwister in solchen Situationen, Geschwister, denen es wirklich nicht gut geht, die mit dem Schlimmsten rechnen müssen, berichten dann oft von tiefer Geborgenheit in dem Herrn. Vielleicht meint das diese Stelle. Sie stärkten sich in dem Herrn. Das kann ich auch nur bestätigen, dass Gott dann da ist. Es gibt Momente, da alles zusammenbricht, aber unser Glaube trägt. Und das ist ganz wichtig. An den wir geglaubt haben, der ist nach wie vor der gleiche und der ist da. Unser Glaube trägt. Ich möchte uns einmal vorlesen, was Helene und Eduard Kröker uns geschrieben haben. Nicht alles, aber ihr wisst ja, ein schlimmer Befund auch bei Eduard. Und sie schreiben in der Gebetsgruppe, wir sind froh und dankbar, Kinder Gottes zu sein und in dieser schweren Zeit Gott an unserer Seite haben zu dürfen. Er wird uns durchtragen. Nur bei ihm gibt es Trost, Hoffnung und Geborgenheit. Danke für eure Gebete. So geborgen und bewahrt, so getröstet sind sie, schreiben ja hier, nur bei ihm gibt es Trost, Hoffnung und Geborgenheit. Das ist wohl auch bei David damals gewesen. David stärkte sich in dem Herrn, das heißt, er holte Trost von dem Herrn. Er holte seine Hilfe und seinen Beistand. Was tut er dann? David befragt erneut den Herrn. Na endlich, könnte man sagen. Nach dieser persönlichen Pleite, wo er sich da selbst hineingebracht hatte, diese hatte ihn verändert.
diese Pleite. Warum nicht gleich so, könnte man fragen. David, du weißt es doch besser. Du wusstest es doch besser. Du bekamst so oft eine direkte Antwort von Gott. Zum Beispiel in 1. Samuel 23, als er bei den Leuten in Keila war und dort befragte mehrfach Gott den Herrn und alles, was Gott sagte, trat auch genauso ein. Warum dann jetzt auf einmal so eigenmächtig? David, was ist mit dir los? David stellt eine Doppelfrage. Er stellt die Frage, soll ich der Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Und er bekommt nicht eine Doppelantwort, sondern bekommt eine dreifache Antwort. Gott sagt zu ihm, jage ihr nach, jawohl, du wirst sie einholen, zweite Frage beantwortet, und mehr als er Fragen sich getraut hätte, David, und die Gefangenen befreien. Du wirst die Gefangenen befreien. Ab diesem Moment war alles andere eigentlich nur noch Kosmetik. Der Sieg stand ja schon bereits fest, das Ergebnis stand schon fest. Der Sieg war ausgemacht, er musste nur noch dort ankommen, er musste die Typen nur noch finden. Alles andere war doch schon kalter Kaffee, das war schon bei Gott beschlossene Sache. Das Problem, das sich jetzt auftat, ist, sie hatten 3 Tage Fußmarsch hinter sich. Und danach dieser Schreck, der ihnen allen in den Gliedern noch war und die Verfolgung jetzt Gegner und der Kampf, der sich dann hätte anschließen müssen, das war einfach zu viel für sie. Sie konnten nicht mehr. Sie blieben zurück an dem Bach oder an dem Fluss. Besa. Ja. Und jetzt kommt die Stunde, in der Gott eingreift. Wenn wir Buße tun, wenn wir wie David auf die Knie gehen, dann greift Gott ein. C, Gottes Eingreifen. Trotz der Strafe, die Gott eigentlich dem David zugedacht hat oder die er hätte haben müssen, der David. Trotz der Strafe ist Gott barmherzig und gnädig. So kannte David seinen Herrn. In 1. Samuel 30, 11 bis 16a. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Ich muss schon sagen, der hatte ganz schön Appetit, ne? Also der hat schon ganz schön was weggeputzt. Aber ich meine, der war ja wahrscheinlich auch im Delirium, der war nicht mehr da. Und als er das gegessen hatte, heißt es hier, kam er wieder zu sich. Denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen, jetzt versteht man's, und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er sprach, ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht. Und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen im Südland der Kreter, übrigens Kreter, das sind die Philister. Denn die Philister kamen von Kreta rüber und setzten aufs Festland. Also sie waren niemals ein Volk, das in Kanaan gelebt hatte davor, nur eine kurze Zeit eben. Wir fielen in das Südland der Kreta und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten oder noch meinem Herrn in die Hand übergeben wirst. So will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte ihn hin. Ist das nicht wunderbar? Also ich meine, ganz ohne Navis. Die standen da, wollten in die Wüste die Verfolgung aufnehmen, wussten aber überhaupt nicht, in welche Richtung die gegangen sind. Wo sollten sie die jetzt in der großen Wüste finden? Und das waren ja schon 3 Tagesreisen her oder 3 Tage her. Die Spuren waren längst verweht. Und Gott greift ein und Gott führt hier die Regie. Und er sagt, ich kann dich hinführen. David erfährt alles von diesem jungen Ägypter. Er erfährt, wer die Feinde sind. Er erfährt auch, was sie taten. Und er erfährt auch vermutlich, wo sie sich jetzt aufhalten. Und er führte ihn hin, so heißt es hier. Besser als jedes Navi, das wir heute haben können. Also es kam bei uns einmal vor, oder bei euch bestimmt auch schon mehrmals,
Es kam uns einmal vor, wir wollten einmal essen gehen mit Helen und dann haben wir die Adresse eingegeben und dann losgefahren. Ja, und in der guten Hoffnung, dass wir dann auch da ankommen, wo wir wollten. Auf einmal, mitten auf dem Feld, ich dachte schon, also hier kann es nicht sein, irgendwo mitten auf dem Feld, mitten in der Prärie, auf einmal sagt das Ding zu mir, Sie haben das Ziel erreicht. Ich dachte nur, okay, aber hier kannst du nichts finden. Hier ist nichts. Zum Glück war es ganz in der Nähe, also nur irgendwie scheinbar anders, ja, von der Adresse her beschrieben. Hätten wir vielleicht eine andere gehabt, wären wir da angekommen. Aber wie auch immer, Navis führen nicht immer zum Ziel. Aber Gott führt hier zum Ziel. Er greift ein und er führt David dann korrekt zur Adresse. Der Rest war nur noch Formsache. Es war ja vorher schon klar. Es hieß ja schon, du wirst sie befreien, du wirst die Gefangenen befreien. Das war schon klar, wie Kloßbrühe. Also das war, darüber musste man nicht mehr nachdenken. Der Rest war Formsache. Sie besiegen, also die feiernden Soldaten der Amalekiter, die sich dann sicher gewähnt haben, weil sie da bestimmt nicht gefunden werden von David und seinen Männern. Und ich glaube auch nicht, dass sie davon ausgingen, dass sie verfolgt werden. Der Rest war also Formsache. Sie bekommen alles zurück. Und jetzt Punkt D, David handelt an dieser Stelle ganz korrekt. 1. Samuel 30, 18 bis 25. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten und seine beiden Frauen. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder, und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen, das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren. Und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Das ist ganz wichtig. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben. Sondern an jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder. Mit dem, was der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in diesem euch auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an und er machte es zur Satzung und zu Recht für Israel bis auf diesen Tag. Na bitte, nicht nur gerecht war David an dieser Stelle, sondern auch demütig. Denn er hatte endlich kapiert, wem der Sieg eigentlich gehört. Wessen Sieg ist das eigentlich? Und wir haben ja gelesen, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat behütet. Und er hat uns diese Schar sozusagen als Beute gegeben. Er hat endlich kapiert, wessen Sieg das war. Das war Gottes Sieg. Haben wir das auch so immer so klar? Wenn wir etwas gut gemacht haben, etwas wunderbar gelaufen ist, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, haben wir dieses Prinzip verstanden und verinnerlicht? Gott hat es gegeben, nicht wir haben es geschafft. Oder wir haben etwas geleistet? Ich meine, klar, hier waren Unterschiede. Die einen haben tatsächlich mehr geleistet als die anderen. Die anderen, die waren ja zurückgeblieben. Nur könnte man auch wirklich sagen, das war ja berechtigt. Denn die haben ja auch die Kastanie aus dem Feuer geholt, oder? Kann ja sogar sein, dass du oder dass die damals mehr geleistet haben als die anderen. Aber vielleicht hatten die damals mehr Kraft, die Gott ihnen gegeben hatte. Vielleicht hatten wir mehr Begabung, dass wir etwas erreichen konnten, was ein anderer vielleicht nicht erreichen konnte. Aber egal wie, auch immer,
Er hat doch den Sieg geschenkt. Er hat doch das Eigentliche getan, das zum Sieg geführt hat. Er hat uns die größere Begabung gegeben. Er hat uns vielleicht die Kraft gegeben, die wir brauchten, um einen Sieg zu erringen. Genauso wie damals bei David. David tut das einzig Richtige. Und jetzt komme ich zum dritten und ja zum negativsten Punkt des ganzen Abends. Die Folgen der Sünde von König Saul. Sein Tod. 1. Samuel 31 bis 13. 1 bis 13. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malkeschua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Ziehe dein Schwert und erstich mich, damit nicht die Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an einem Tag. Katastrophe. Als aber die Männer Israels, die jenseits der Ebene und gegen den Jordan hin wohnten, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen auch. Da kamen die Philister und wohnten darin. Am anderen Tage aber kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern und fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Rüstung ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Hause ihrer Götzen und unter dem Volk. Und sie legten seine Rüstung in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie auf an der Mauer von Bethshean. Als die Leute von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Bethshean und brachten sie nach Jabesh und salbten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamariskenbaum bei Jabesch und fasteten 7 Tage. Mann, so tief gefallen. Als König einmal eigenmächtig gehandelt, oder? Ja, aber eigentlich noch mehr. Er begeht furchtbare Sünden, also jetzt zuletzt die Totenbeschwörung, aber auch früher hat er schon Ungehorsam immer wieder gezeigt. Am Anfang, wie im Märchen, wie ein Märchenprinz. Er suchte gar nicht danach König zu werden und er wurde es auf einmal. Und es fiel ihm alles zu. Er wurde reich, er hatte Macht, er hatte Einfluss. Am Anfang war er sogar demütig, so kann ich es ansatzweise zumindest so reflektieren oder so sehen. Er sagte nicht, hallo, hier bin ich. Sondern er war demütig hinten beim Tross. Man musste ihn erstmal suchen, wo ist denn Saul? Ist er überhaupt gekommen auf diesen Landtag in Sichem? Er war sogar demütig, aber mit der Zeit stieg ihm das alles ein bisschen zu sehr in den Kopf, habe ich das Gefühl. Er wurde ungehorsam. Er handelte immer wieder ausdrücklich gegen die Anweisungen Gottes. Gott sagt ihm etwas, er tut was anderes. Er wurde ungehorsam. Und das waren nicht nur Kleinigkeiten, sondern es waren grobe Sünden, die er dann beging, König Saul. Infolgedessen wurde das Königreich von ihm weggenommen und er sollte dann nicht mehr König sein. Und Samuel hat ja auch schon David dann gesalbt, wussten ja noch nicht alle, aber er war ja schon quasi ein Gesalbter des Herrn, auch zu diesem Zeitpunkt schon. Halten wir fest, die Folgen der Sünde können total grausam sein. Eines der finstersten Stunden der Geschichte Israels. Was Samuel sagte,
Also er wurde ja rausgerufen auf seiner Totenruhe sozusagen durch die Totenbeschwörerin, wobei ich auch das so glaube, wie Jakob es auch gesagt hat, dass es eine Sache ist, dass Gott ihn das hat reden lassen und dass nicht die böse Macht Kraft hatte, über die gute Macht zu entscheiden. Aber was Samuel sagte, dass seine drei Söhne und er sterben würden und am nächsten Tag bei ihm sein würden, im Totenreich, das traf genauso ein. Zuerst einmal sieht er seine drei Söhne sterben, darunter Jonathan, den Edlen, so möchte ich ihn mal bezeichnen, der wirklich ein Bruder und ein Helfer von David war. Und dann stirbt Saul selber. Aber ich habe schon Respekt vor Saul auch. Denn dieser Mann, das war kein Waschlappen, das war keiner, der einfach weglief. Ich meine, an dem Tag, wo er jetzt morgens aufstand, da wusste er, das ist sein letzter. Das ist amtlich, das wusste er ja. Von daher ist es auch gut, dass wir nicht wissen, wann unser letzter Tag ist. Das wissen wir nicht und das hat Gott so genial gemacht, dass wir das eben nicht wissen. Sonst würden wir wahrscheinlich schon vorher kaputt gehen, umkommen, verrückt werden oder was auch immer, bevor der Tod eigentlich eintreten würde. Aber an der Stelle habe ich Respekt vor Saul, denn er steht seinen Mann. Er zieht in die Schlacht, obwohl er deren Ausgang er schon bereits kennt. Er wusste schon, er wird sterben. Zuerst sieht er seine Söhne sterben und dann trifft es ihn. Die Philister gingen mit den Gefangenen nicht zimperlich um. Vor allem nicht mit Feldherren oder mit Generälen oder mit Königen schon gar nicht. Sie gingen alles andere als also nicht zimperlich mit ihnen um. Deshalb bittet König Saul, dass der Waffenträger, der neben ihm auf dem Wagen stand, dass er ihn umbringt, dass er ihm quasi mit dem Schwert umbringt. Aber der traut sich nicht. Ich meine, die ganze Situation, der ganze Krieg und alles, was um sie herum passiert, und dann soll er seinen König noch umbringen, das war zu viel. Und dann beschließt das König Saul selber zu machen. Und da hat er auch Format, obwohl das nicht richtig ist, alles andere als das. Und er stürzt sich ins Schwert und stirbt. Und sein Waffenträger macht das Gleiche und sie sterben an einem Tag. Welch eine Entwicklung. Vom Märchenprinz über die Totenbeschwörerin hin zum Selbstmord. Und das als Fazit nur wegen ein bisschen Ungehorsam? Nur ein bisschen Ungehorsam, oder? Nein, es war nicht ein bisschen Ungehorsam, es war brutale Sünde, die er an den Tag gelegt hat. Und vor allen Dingen, nicht die Sünde war sein Tod, sein Todesurteil, sondern seine Unbußfertigkeit. Auch David hatte gesündigt. Auch David hätte sterben können, hätte sterben müssen, denn er hatte auch nicht nach Gott gefragt. Aber was tut David anders als er? Er beugt sich vor Gott, er stärkt sich in dem Herrn. Und dann stellt sich Gott auf seine Seite und hilft ihm aus dieser misslichen Lage heraus. Auch David hatte Sünden genug in seinem Leben. Ich glaube schon, Saul hätte nicht sterben müssen, nicht physisch sterben müssen, wenn er Buße getan hätte. Wenn er schon früher mal angefangen hätte, nach dem Herrn zu fragen und Buße getan hätte, wahrscheinlich wäre er gar nicht verworfen worden von Gott. Denn das geschah ja alles deshalb, weil er so eigensinnig war. Nun können wir natürlich über Saul herziehen und sagen, ja, ein guter Anfang, aber ein ganz schlechtes Ende, das stimmt ja auch. Aber dann müssen wir ja auch immer wieder, wir haben ja gesagt, dass dein Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt, das muss ja was mit uns zu tun haben. Da müssen wir uns auch heute Gedanken machen, sind wir zur Buße bereit? Wenn wir sehen, dass Gott etwas anders haben will. Ich meine, gibt es so Momente in deinem Leben, wo du sagst, ich weiß es sehr wohl, ich sollte das jetzt machen, aber trotzdem tust du was anderes? In meinem Leben gab es tatsächlich mindestens eine Situation, eine große Situation, das will ich jetzt nicht, es wäre zu lange, ich könnte es euch auch erzählen, aber das würde jetzt in den Rahmen springen. Aber es gab eine Situation, wo ich ganz genau wusste, Gott will, dass du das tust. Und ich habe gesagt,
Will ich nicht, kann ich nicht, jetzt nicht. Gott ging mit mir seinen Weg. Gott ging einen anderen Weg. Einen viel schmerzhafteren Weg. Aber er kam mit mir zum Ziel. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir so bußfertig wie David oder sind wir so ein Betonklotz wie Saul? Leider hatte er fortwährenden Ungehorsam gezeigt, Saul, und nur das zugegeben, was wirklich schon klar war. Das hat er auch zugegeben. Wenn Samuel ihm gesagt hat, was höre ich denn da? Dann sagt er, ja, da war was, okay. Ja, das hat er nur zugegeben, was schon amtlich war, was schon klar war. Er war kein gutes Vorbild. Wie ist es bei uns? Sind es immer die anderen? Sind es immer die anderen, die schuld sind? Ich meine, wer macht schon keine Fehler? Ich auch. Aber die anderen, das lag jetzt wirklich nicht an mir. Oder sagen wir, das tun doch alle. Im Grunde genommen, das tun doch alle irgendwo. Ungehorsam bleibt ungehorsam. Die Folgen sind erschütternd. Saul verlor sein Heer, seine Familie, sein Leben, sogar seine Ehre. Sein Kopf wurde abgeschlagen, sein Leichnam wurde an der Stadtmauer von Bethshean angebracht, aufgehängt, aufgeknüpft. Seine Krone wurde später David überbracht von einem anderen, von einem Kämpfer, der dort in der Nähe war. Übrigens, dieser Überbringer dieser in Anführungsstrichen guten Nachricht, weil sie unwahr war, das war eine Lüge, die er da überbracht hat, dass er König Saul umgebracht hatte. Auch er musste die Folgen seiner Entscheidung tragen und zwar mit dem Leben bezahlen. Er selbst wurde getötet, also derjenige, der die in Anführungsstrichen gute Nachricht scheinbar sich da bei David einschmeicheln wollte. Aber dann sind die Leute von Jabesh da und das sind ja die eigentlich den Kämpfern ein Auge ausgestochen worden werden sollte und wo das Saul gehört hatte, also in Kapitel 13 oder weiter vorne jedenfalls in 1. Samuel, wo Saul dann eingesprungen ist und einen großartigen Sieg errungen hat und ihnen geholfen hat, den Leuten in Jabesh. Und diese Leute von Jabesh, die wandern die ganze Nacht durch, über 20 Kilometer, 25, 27 Kilometer. Sie wandern dorthin nach Bethshean und nehmen die Entehrten von der Stadtmauer und sie bringen sie zurück nach Jabesh und feiern ein feierliches Begräbnis mit ihnen. Sie fasten und sie haben 7 Tage Leid, das sie tragen. Denn Saul hatte ja zu besseren Zeiten früher noch ihnen einmal geholfen. Das hatten sie nicht vergessen. Fassen wir mal zusammen als Fazit. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Gott möchte nicht den Tod des Sünders. So auch den Tod von König Saul. Gott ist barmherzig und gnädig, aber er ist auch durch und durch konsequent. Und das müssen wir bedenken, das müssen wir bei unseren Entscheidungen mit einplanen. Das müssen wir wissen. Gott lässt nicht 5 Grad sein. Bei Gott gehen die Uhren anders. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Unsere Entscheidungen führen ja zu Handlungen und diese haben Folgen. Deshalb überdenken wir unsere Entscheidungen, die wir treffen, ob sie Gott wohlgefällig sind. Denn ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr einkaufen seid und ein Artikel, was auch immer das ist, hochhebt, dann seht ihr immer, spätestens an der Kasse, was der Artikel kostet. Es ist immer ein Preisschild dabei. Jede Handlung, jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen, denn überall ist ein Preisetikett an der Sache. Ich wünsche uns Gottes Segen, auch beim Nachdenken über sein Wort, dass wir die richtigen Schlüsse für unser
Leben ziehen, dass wir es nicht nur als ein Geschichtsbuch lesen und verstanden haben, jetzt auch erste Buch Samuel, sondern dass wir sagen, das Wort soll zu mir sprechen. Ich will aus diesen Fehlern der großen Persönlichkeiten lernen, um nicht die gleichen Fehler zu machen. Damit sind wir zum Schluss gekommen. Ich möchte auch die Leute an den Übertragungsgeräten im Livestream verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr folgen konntet unserer Bibelauslegung heute. Und ich wünsche uns Gottes Segen auch beim Nachdenken. Amen.